Ja, ihr Lieben, willkommen bei meinem Kleiderschrank im Februar und ich zeige euch, was ich im Kleiderschrank habe für diesen Monat, warum und was ich sonst noch alles so gemacht habe mit den Kleidungsstücken, beziehungsweise vielleicht gibt es auch so ein paar Hacks, so würde man heutzutage sagen, so ein paar Tipps, die ihr mitnehmen könnt. Ihr seht, mein Kleiderschrank ist jetzt deutlich mehr bepackt als im letzten Monat. Ich gehe ja hin und mache jeden Monat eine Capsule Wardrobe. Also ich überlege mir einfach ein Konzept, was ich in dem jeweiligen Monat trage. Klar, also ich mache mir auch die Mühe gern, weil ich mich eben gern mit Mode beschäftige. Deswegen habe ich ja auch diesen Kanal. Und dann nehme ich mir einfach die Zeit. Natürlich ist das aufwendig. Weil man muss sich natürlich überlegen oder man überlegt sich, welche Farben möchte man miteinander kombinieren, welche Kleidungsstücke, welche Accessoires und Schuhe. Und ich mache es auch immer so, dass ich eben alle Kleidungsstücke genau durchschaue, ob sie noch in Ordnung sind oder ob ich irgendetwas reparieren oder nähen muss. Und eine Sache ist gerade jetzt für den Februar bei mir echt viel im Einsatz gewesen, in der Vorbereitung jetzt von diesem Kleiderschrank hier. Und zwar ist das mein Fusselrasierer. Ich hole ihn mal raus. Ich habe den nämlich extra schon bereitgelegt, dass ich ihn euch zeigen kann. Und das ist ja auch schon so eine erste Frage von euch gewesen. Also ihr habt geschrieben, Mensch, welchen Fusselrasierer benutzt du, Nancy? Kannst du uns mal dazu was sagen? Und ja, muss mal gucken, wie der genau heißt. Also ich kann den euch dann vielleicht verlinken in der Videoinfo. Es ist auf jeden Fall so ein Modell von Philips. Ich komme jetzt mal hier näher. Und ja, mit dem bin ich sehr zufrieden. Der hat Batterien hier drin, hat hier auch nochmal so einen Auffangbehälter, der allerdings jetzt nicht riesig ist. Ich finde, er reicht. Man muss den dann hin und wieder mal ausleeren. Und es gibt bei dieser Variante auch nochmal einen Aufsatz, also gerade wenn man jetzt besonders flauschige Materialien hat und man braucht noch etwas mehr Abstand zu diesen kleinen Rasierklingen, die da so rotieren, dann hat man hier nochmal so einen Kunststoffaufsatz, den kann man auch nochmal draufklipsen. Ich benutze das Teil meist ohne den Aufsatz. Und habe damit echt gute Erfahrungen gemacht. Mal gucken, vielleicht mache ich dazu auch sogar mal ein extra Video. Muss ich mir noch überlegen. Weil ich viele Pullover damit aufbereite. So, und da zeige ich euch jetzt mal. Also zum Beispiel hier, das ist einer meiner Kaschmir-Pullover, die ich jetzt in diesem Monat tragen möchte. Und da ist eben dieser Fusselrasierer wirklich ideal, weil der dann nicht nur die Knötchen irgendwie so wieder so aufreißt, ne? Es gibt ja so Kämme, habt ihr das schon mal gesehen, wo man mit so einer Art, wie so einer Art Kamm oder so Metall da drüber fährt? Da habe ich allerdings gemerkt, das reißt dann die Knötchen so ab und führt aber dazu, dass so dieses Gewebe und das Wollmaterial ja noch mehr so ausgefranselt wird, so will ich mal sagen. Und das heißt, wenn man den Pullover dann zweimal getragen hat, sind wieder Knötchen drin. Von daher gehe ich immer mit diesem Fusselrasierer drüber. Also nicht immer, also von Zeit zu Zeit. Und da werden die Knötchen eben wirklich so abgeschnitten. Das hat natürlich auch den Effekt, dass ihr Material verliert. Also im Laufe der Zeit wird dann der Pullover immer dünner. Von daher kann ich euch den Tipp geben, dass ihr das so wenig wie möglich macht. Also wirklich nur, wenn ihr merkt, oh Gott, jetzt ist alles voll mit Knötchen, dann würde ich das eben nehmen. Oder es gibt so bestimmte Bereiche am Pullover, wie hier jetzt unter den Armen und an den Seiten, wo man sich dann immer bewegt und dadurch einfach mehr Knötchen entstehen. Da würde ich das Teil dann immer wieder mal benutzen. Und ich zeige euch auch mal, was passiert, wenn man den wirklich oft eingesetzt hat und das Teil schon ja ein bisschen älter ist. Ich habe hier dieses wunderschöne Strickkleid, das ich auch in diesem Monat eigentlich tragen möchte. Und da musste ich ein bisschen was machen an dem Kleid. Also
Dieses Kleid neigt extrem dazu, solche Füßelchen zu bilden. Ich komme mal ganz nah dran, ob man das noch so ein bisschen sieht. So ganz leicht kann man das sehen. Und die sind auch sehr hartnäckig. Und das sah wirklich so unordentlich aus, dass ich diesen Fusselrasierer bei diesem Strickkleid häufig verwendet habe. Und wirklich sehr intensiv. Und was ist dann passiert? Dann habe ich das Kleid wieder rausgenommen, habe gesehen, da ist ein Loch drin. Weiß nicht, ob man es sieht. Ist wirklich klein, aber es ist eben ein Loch, ne? Und das passiert vor allem bei mir immer dann, wenn so ein Faden daraus steht. Also wenn man jetzt nicht drauf achtet und man hat so einen Zuchtfaden, wisst ihr? Und dann rasiert man da drüber, dann rasiert man ja auch diesen rausstehenden Faden ab. Und dann hat man bei Strickmaterialien ruckzuck so ein Loch da drin. Also deswegen muss man schon dann aufpassen und sollte das nicht zu häufig machen. Wenn ihr so einen Faden rausstehen habt, dann immer erst reparieren oder den Faden nach innen ziehen, bevor man da irgendwie drüber geht. So, jetzt haben wir viel über Fusselrasierer geredet. Jetzt zeige ich euch mal, was ich generell so an Kleidungsstücken für den Monat Februar reingenommen habe. Und ihr seht, ich habe auch etwas mehr Farbe dabei. Ich habe nochmal meine Capes mitgenommen in den Monat. Also einmal hier dieses rote Cape, das kennt ihr, das so ein bisschen asymmetrisch ist. Und ich habe auch das gleiche Cape in weiß und habe bewusst diese beiden jetzt mal mit dazu genommen. Das sind so Teile, die ich dann immer anziehe, wenn ich irgendwie mal ausgehe ins Restaurant oder mal eine Ausstellung mal besucht, eine Kunstausstellung. Da sind es richtig tolle Capes, die einen, ja, so ein bisschen extravagant, trotzdem minimalistisch und besonders stylen. Also das ist so ein Tipp, den ich euch geben kann. Die beiden Capes habe ich bei Zara gekauft, das war schon im letzten Jahr. Und ich muss sagen, es war ein guter Kauf, weil ja das jetzt auch im Trend ist. Und ich glaube, ich kann diese Capes wirklich eine Weile dann tragen. Neben den Capes habe ich natürlich Blazer mit aufgenommen. Ihr wisst, Blazer sind ja im Trend. Und da habe ich zum Beispiel mal hier so ein pinkfarbenes und auch ein so ein khakifarbenes. Beide Blazer sind von Betty Barclay, da kaufe ich ja immer sehr, sehr gern. Und das hat einfach auch den Grund, dass Betty Barclay seinen Lagerverkauf eben hier in der Nähe von Heidelberg hat. Und von daher ist es so, dass man da recht günstig dann auch hochwertige Markenware einkaufen kann. Ihr wisst, dieses intensive Pink, das ist jetzt in diesem Jahr gar nicht mal mehr so in. Das war jetzt eher im letzten Jahr in. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn einem die Farbe gut steht, ne? Und man weiß, dass man in so einem intensiven Pink ein bisschen besser aussieht als in so einem leichten Rosa, ja, warum soll man dann nicht zum intensiven Pink greifen? Weil das ist dann die individuelle Farbe, die einem selbst gut tut. Also denkt da auch drüber nach. Lasst euch nicht immer zu sehr von den Trendfarben beeinflussen. Man muss sich jetzt nicht in jedem Detail daran irgendwo halten, ne? So, und wo wir gerade beim hellen Rosa sind, hier seht ihr nochmal den Pullover in diesem hellen Rosa. Ja, natürlich kann man auch das helle Rosa tragen. Also ich bin immer der Meinung, es steht mir nicht ganz so gut wie das etwas kräftigere. Aber einen solchen recht dünnen Pullover, den kann man natürlich dann auch kombinieren. Also da kann man auch eine schöne Jacke drauf tragen, einen Blazer auch drauf tragen, weil der Pullover, der trägt jetzt nicht so arg auf, ja. Und dann wählt man eben eine Blazerfarbe, die eben in Kombination einfach super zu einem selbst passt. Ich wähle gerade für die Monate so Februar, aber auch oft März, solche kurzen, warmen, dünnen Kaschmirpullover, weil die trotzdem so den Oberkörper wärmen und dennoch nicht zu warm sind, ne? Also man sieht ja hier, die sind ja, das ist ja kurzärmlich und von daher hat man einfach ein bisschen mehr Luft. Beim Zusammenstellen der Farben ist mir auch aufgefallen, dass ich ein bisschen darauf achten muss, ob die Farbe mehr so in was Kühles reingeht, also in so eine kühle Nuance oder eher eine warme Farbe ist. Und da kann ich wieder hier das Beispiel nehmen.
mit dem pinkfarbenen Blazer. Guckt den euch mal an von der Farbe her und guckt euch jetzt mal hier mein Top an. Das Top ist so ein Basistop, das habe ich ganz einfach beim C&A irgendwann mal gekauft. Und ich nutze diese Tops immer, um die auch unter Bläsern zu tragen, wenn es jetzt nicht bitterkalt ist. Sieht immer top aus, man kann dann irgendwie eine schöne Halskette auch drauf tragen. Aber vielleicht seht ihr das. Hier, das Top geht so ein bisschen in so ein bläuliches Pink rein. Das wirkt viel kühler als jetzt hier der Blazer. Der ist zwar auch pink, aber der hat irgendwie so eine leichte, ja, warme Nuance dann noch mit drin. Und die beiden Sachen miteinander kombiniert, sehen meiner Meinung nach nicht so klasse aus. Also das heißt, das Top hier kombiniere ich gar nicht mit dem Blazer, sondern guck dann zum Beispiel, dass ich dann lieber so diesen khakifarbenen Blazer nehme oder irgendeine andere Farbe. Und die beiden kommen, wie gesagt, nicht zusammen, weil die Farben sind zu ähnlich und trotzdem von der Farbtemperatur zu unterschiedlich. Das beißt sich meiner Meinung nach. So, hier drüben haben wir auch ein paar Blautöne, die ich mit aufgegriffen habe. Also wieder so ein Pullover, so ein leichter. Diesmal in so einem Azurblau, das ist ja auch in diesem Jahr im Trend. Der hat ein bisschen längere Ärmel, das ist so ein Dreiviertelarm. Auch den kann man gut unterm Blazer dann noch tragen oder auch Standalone, so wird man im Englischen sagen, also einfach so, wie er ist. Und dann gibt es hier noch Quartz Blazer, ja, da habe ich zwei Stück. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Schlüsselteile, besondere Teile, die ich im Kleiderschrank habe. Und damit möchte ich jetzt auch mit dem ersten Teil meines Videos, meines Kleiderschrank-Videos im Februar jetzt enden, weil sonst wird es einfach zu lang. Und ihr seht mich dann nächsten Mittwoch wieder mit dem zweiten Teil. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Tschüss!